Schau der Geist und Molly McGee im Disney Channel. Brighton Hills Altersheim. Hey, das ist gar nicht die nationale Taco-Messe. Du hast geschwindelt. Ja, denn wenn ich dir gesagt hätte, dass wir ehrenamtlich arbeiten, hättest du die ganze Fahrt über rumgemeckert. Warte. Ehrenamtliche Arbeit in einem Altersheim? Ernsthaft? Das könnt ihr einem Geist nicht antun. Hey, Scratch, willst du wissen, was ich an Geistern am liebsten mag? Man kann einfach durch sie durchgehen. Was ihr gerade getan habt, gilt als sehr unhöflich in der Geisterwelt. Ach komm, Scratch. Die ehrenamtliche Arbeit schweißt uns McGees zusammen. Ich bin kein McGee. Das stimmt. Wie lautet dein Nachname? Ich hab nur einen Namen, Baby. Bist du dir sicher? Denn ich glaube, dein Nachname ist... Oh Mann, du kriegst mich jedes Mal mit dem Ding. Mussten wir unserem Sohn ein Gerät kaufen, das Nervomat heißt? Senioren-Aerobic mit Sharon. Rechter Arm, linkes Bein, Jason. Geht das auch schneller? Wir haben nämlich nicht mehr alle Zeit der Welt. Ihr habt sie gehört, doppeltes Tempo. Links, rechts, links, rechts. Also das ist ein toller Vorschlag. Sie arbeiten für die Stadt, denn ich hätte da ein paar Ideen. Hoho, immer her damit, ich reiche sie sofort beim Stadtrat ein. Erstens, die Bücherei. Warum werden meine Steuern dafür verschwendet, dass andere umsonst lesen können? Zweitens, öffentliche Parks. Daryl, sie hat gar nichts. Und der Typ da, eine seiner Karten ist eine Serviette. Ladies and Gentlemen, ich gehe all in. Wow, Patty, du hast dein ganzes Leben lang in Brighton gelebt? Meine Familie und ich sind gerade erst hergezogen. Tja, wir alle machen Fehler. Meiner hieß Bobby Daniels und der fuhr ein schönes Motorrad. Oh, das ist, Hey, ich glaube fast, der Typ mit der Serviette schummelt. Du meinst, er schummelt auch. Ich hatte auf Mitgefühl gehofft, nicht auf Verurteilung. Hey, bist du das? Was ist das für ein Ort? Oh, die alte Brighton-Konzertmuschel. Es gab oft Konzerte im Park. Jeder brachte sein Picknick mit und wir tanzten zur Musik. Aber leider wurde die Konzertmuschel 79 durch einen Tornado weggerissen. Das ist ja furchtbar. Ich meinte, Tornados sind spitze. Nicht, dass dieser besondere Ort, ihr wisst schon, zerstört wurde. Checkst du das jetzt? Aber ehrlich gesagt trifft mich das nicht wirklich, da ich mit dieser Frau nichts am Hut habe. Ich bin mir nicht mal sicher, wer sie ist. Wieso hat sie die Stadt nicht wieder aufgebaut? Es hieß keine Priorität. Brighton ist nicht mehr das, was es war. Scratch, ich weiß jetzt, was wir tun werden. Ich hoffe sehr, dass es eine Pizza bestellen ist. Diesmal mit Ananas drauf. Aber ich fürchte eher, es hat mit dem Wiederaufbau der Konzertmuschel zu tun. Ja, ich verstehe dich, und zwar öfter, als mir lieb ist. Und dann schlägt der Bürger noch vor, wir sollen Gebühren erheben für grüne Ampeln. Mir ist nicht ganz klar, wie das gehen soll. Wir werden das alles überdenken, Mickey. Tja, ich habe jetzt ein heißes Date mit einer coolen Dame. Mal sehen, was ich so... Wenn es nichts mehr zu bereden gibt, ist diese Versammlung geschlossen. Herr Bürgermeister, ich habe so viel zu berichten, dass es Sie sicher umhauen wird. Hallo, Stadtrat von Brighton. Ich bin Molly McGee und das ist mein Bruder Daryl. Was geht? Meine Kinder engagieren sich freiwillig in der lokalen Politik. Ich bin so stolz.